Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Im letzten Video sind wir daran gescheitert, dass wir hier im Duell gewinnen und uns die Belohnungen holen für den ersten Tagessieg bei der Prügelei, um hier richtig fett abzukassieren. Aber jetzt sieht es richtig, richtig gut aus und ich hoffe, wir gewinnen hier. Es steht ja 4:1, der Gegner hat das Match verlassen und somit haben wir gewonnen und wir haben 160 Pokale für nur einen Sieg bekommen und das ist schon richtig, richtig, richtig krass. Was war denn bis jetzt eure fetteste Belohnung, die ihr nach einem Sieg bekommen habt? Egal, ob es um Erfahrungspunkte geht, um Trophäen, um Gold, um Münzen oder was auch immer. Schreibt mir das doch mal bitte unbedingt in die Kommentare. Würde mich richtig, richtig interessieren. Und ja, vergesst auf keinen Fall, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ich meine, wir haben schon den ersten Sieg und 160 Pokale gewonnen. Ich glaube schon, dass das ein Daumen nach oben wert ist. Deswegen, ja, unbedingt hier eine Bewertung abgeben. Aber na gut, Leute, es läuft hier noch das Halloween-Event und da gibt es noch mega, mega, mega viel zu holen und deswegen werden wir hier gleich mal das ein oder andere Trüchchen öffnen. Ist Trüchchen eigentlich ein Wort? Ich wollte das jetzt verniedlichen, aber Trüchchen hört sich auf alle Fälle ziemlich falsch an. Das hört sich richtig, richtig falsch an. Ja, ich habe mich schon etwas hier in das neue Update hier eingelebt, aber trotzdem möchte ich noch immer diesen Halloween-Avatar haben. Ich möchte den unbedingt haben, weil es da eben so viel gibt, was das Teil besser macht. Es ist richtig, richtig krass. Deswegen spielen wir hier gleich mal. Wir haben ja 559 Juwelen und mal schauen, ob wir die hier alle rauswerfen. Erstmal VIP-Bonus. Erstmal VIP-Bonus, aber es wird dann eben schon ziemlich teuer, wenn ich das alles rauswerfe. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Yes, wir bekommen gleich mal die 30 Teile. Das ist gut. Das ist wichtig, Leute. Somit haben wir schon 145 Teile. Wir haben über die Hälfte. Und das ist sehr, 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 sehr gut. Nochmal 5 Teile. 150. Wir brauchen nur noch 100 Teile. Ich könnte sie zwar kaufen, aber einfach viel zu teuer. Einfach viel zu teuer. 5 Münzen. Okay. Na gut, ich habe viel zu viel Münzen. Ich weiß noch immer nicht, was ich damit anfangen soll. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche coolen Ideen habt, was ich mit über 1000 Münzen anfangen soll, unbedingt in die Kommentare schreiben. Vielleicht wollt ihr ja noch irgendeine Waffe sehen, für die man Münzen braucht. Ich habe übrigens gerade wieder 50 gewonnen. So, und jetzt bitte auf einen 60er. Auf einen 60er, um hier die Teile zu schnappen. Nein, aber 30 Juwelen, ganz okay. Damit können wir jetzt einfach noch einen Spin machen. Da können wir easy noch einen Spin machen. Okay, 3, nochmal 15 Juwelen. Da kommen wir gut um die Runden, denn wir bekommen ja auch bei dem Abschluss von jeder Runde 50, einmal 100 Münzen und dann 50 und 100 Juwelen. Aber jetzt seht ihr schon, es ist so verdammt teuer. So, 10 Edelsteine. Okay, einmal probieren wir es noch, mal schauen, was da so abgeht. 3, okay, na gut, ich bekomme jetzt 3 mal 30 Minuten VIP, finde ich einfach nicht cool. So, jetzt bitte eine 2, eine 3, eine 3, weil da bekommen wir 75 Teile und das wäre krass. Yeah, aber wir bekommen 15 Münzen, so 72, jetzt wird's teuer, das ist das letzte Mal, Leute, ich schwör's euch, dann schauen wir weiter. Das ist schon richtig Glücksspiel hier, was Pixelgun 3D hier liefert, aber jetzt 81 ist schon krass. Ich meine, wenn wir dann eine 1 würfeln, gut, wenn wir eine 3 würfeln, auch gut, aber alles andere, ach, ich weiß nicht. Nein, nein, wartet, wir überlegen uns das noch, wir überlegen uns das noch wirklich, ob wir das hier noch spielen, weil jetzt wird es schon teuer. Vielleicht können wir uns hier ein paar Edelsteine holen, dann können wir das probieren, aber sonst, ja, 3 Edelsteine sind schon mal gut. Aber die 100 werden noch besser. Die 100 werden noch besser. Wenn ich hier die 100 gewinne, dann mache ich das. Aber hier kostet es ja auch schon mega viel. So 10 haben wir ja schon. Damit können wir uns die 8 hier easy leisten. Aber wir bekommen 4 Teile. So, jetzt kostet es 16. Ja, komm. 2 Teile. Ja, klar. Zufall. Es ist alles Zufall, Leute. Und das möchte ich euch auch mit diesem Video etwas hier zeigen, dass es sieht nach Zufall aus, aber es ist kein Zufall. Pixelgun weiß genau, wie sie das Spiel programmiert haben und dass sie zum Beispiel die Preise, die mehr wert sind, einfach eine andere Wahrscheinlichkeit gegeben haben, als die, die nicht so viel ist. Denn man bekommt nicht nur aus Versehen ganz zu Beginn immer bei den ersten paar Drehs die
die schlechten und beim Gratis-Dreh ganz zufällig eine, nicht das ganz schlechte, aber das etwas bessere, dass man sich denkt, oh, ich habe jetzt was Gutes bekommen, jetzt drehe ich gleich nochmal. Nee, weil auch hier, es sieht ja nach Zufall aus, aber ich drücke da drauf und ich weiß ja nicht, was unten ist. Es ist ja nicht was Physisches, es ist ja was Digitales. Und da kann das alles noch getauscht werden, denn ich glaube nicht hier, dass unter jeder Karte wirklich das ist, was da drauf steht. Also, dass das beim Mischen schon gesagt wird, wo was drinnen ist, denn ja, ich habe gerade 4 Teile bekommen, dann 10 Münzen, jetzt einen Teil und jetzt wieder 3 Edelsteine und nie etwas Großes, was ja auch da hier der Fall war beim vorigen, habe ich ja auch nichts Großes bekommen. Für das, was ich 5-mal gedreht habe, habe ich nur 4 Teile, 2 Teile, 10 Edelsteine, einen Teil und 3 Edelsteine. Und das sind die schlechtesten Preise, die hier im Umlauf sind. Das sind die, ja, 5 schlechtesten, bis auf die 3 Teile noch. Ja, wir haben die 4 erhalten, aber das sind die schlechtesten Teile, die hier im Umlauf ist. Und das sieht ja wieder nach Zufall aus, dass es genau irgendwo zufällig stehen bleibt. Aber es ist nicht das erste Mal, Leute. Ihr seht ja auch hier immer das Schlechteste und auch hier habe ich eigentlich immer die schlechtesten Preise gewonnen, die man hier erhalten kann. Auch wieder die 10 Teile, die 10 Münzen, 4 Teile, einen Teil und 3 Edelsteine. Und das ist das gleiche wie hier. Man bekommt also am Anfang nur die schlechten. Meistens ist beim Gratis-Dreh etwas Besseres, dass man sich denkt, oh, das muss ich jetzt spielen, damit ich das bekomme. Und auch hier ist dasselbe. Deswegen, es ist kein Zufall, Leute. Pixeljan weiß doch schon, was das so ist. Und das ist auch bei anderen Spielen so der Fall. Nicht nur bei Pixeljan. Ist auch klar, man will ja den Spieler motivieren, dass man das macht. Und es soll ja auch ein kleiner Nervenkitzel dahinter sein, dass man sich das hier leistet. Und ja, ihr habt es hier oben gemerkt, bei den 81 Juwelen, weil es sieht ja fast danach aus, dass ich das bekommen könnte. Aber nee, ich glaube es nicht ganz, dass ich da das bekommen würde. Ich habe schon 150 Teile. 81. Aber da könnte ich mir schon wieder eine sehr, sehr coole Waffe kaufen. Wie zum Beispiel hier dieses eine Buch. Das habe ich mir letztens angesehen. Wo haben wir es denn? Hier. Den Erddornenzauber. Kann man auch bis zu einer Effizienz von 42 upgraden. Hat Rakete, Clusterbombe und Flächenschaden. Und ich habe von dieser Waffe noch nie gehört. Deswegen weiß ich nicht, ob sie gut ist oder nicht. Schreibt mir das euch mal bitte in die Kommentare, denn ja, viele denken, also, was wollte ich sagen? Ich habe es noch nie gesehen. Es hat mir auch noch keiner von euch vorgeschlagen und ich habe es auch noch nicht im Spiel gesehen, dass mich jemand damit gekillt habe. Deswegen bin ich da etwas skeptisch gegenüber und sie kostet auch nur 175 Diamanten, was für eine legendäre Waffe eigentlich ein Schnäppchen ist, Leute. So, ihr seht schon, wir machen hier sehr, sehr viel auf. Wie jetzt? Überprüfe deine Internetverbindung. Wie? Hä? Es funktioniert ja auch alles. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Sowas gibt es hier. Haustiere nicht verfügbar, Geräte nicht verfügbar. Nur Waffe aus Nahkampfkategorie sind verfügbar. Okay, probieren wir es aus. Wir haben hier eine gute Nahkampfwaffe. Wir haben ja hier den, ja, der Yin-Yang. Oh, für was bin ich hier eingestiegen, wenn ich hier mit Sicherheit verliere? Das war wieder dumm von mir. Ja, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie viele Edelsteine ihr bis jetzt ausgegeben habt am meisten für diese Lotterien. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Oh, es geht gleich jetzt. Hä? Versteht diesen Bug jemand? Die Gegner haben ja gerade gewonnen, oder? Und wenn ihr noch keine Edelsteine ausgegeben habt, weil ihr free to play seid, wie weit würdet ihr maximal gehen, um hier was zu bekommen? Würde mich auch interessieren. Ja, wie gesagt, diese 81 sind mir eindeutig viel zu viel. Das ist meiner Meinung nach viel zu viel. So, okay. Verstehe nicht ganz diese Zeit hier. Aber ja, wenn wir jetzt gewinnen, ist alles ganz okay. Wenn wir gewinnen, ist alles ganz okay. So, der ist weg. Sind noch 19 Sekunden, 18 Sekunden. Manchmal verstehe ich Pixeljan nicht. Da verstehe ich Pixeljan manchmal wirklich nicht. Aber na gut, so. Den will ich. Ich will wenigstens einen Kill. Super cooler Boy. Lass mich dich killen. Wo bist du? Oh. Ich habe ihn aber getroffen, denn er brennt. Ich habe ihn getroffen, er brennt. Gut, wir haben gewonnen. 62 Pokale. Ganz okay, wir steigen jetzt wieder auf. Sind auf Platz 15 in der Champion League und haben 0 Kills.
Ups, aber hat es jemand irgendwie verstanden, als es losging, dass da irgendwas schief ging? Aber gut, so. Okay. Na gut. Ja. Pixel Gun. Bitte beim nächsten Update auch sowas beheben. Wäre ganz cool. Ja, Leute. Das war's schon mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Wäre cool. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, unbedingt die Glocke aktivieren. Wäre eine richtig coole Unterstützung von dir. Vielen, vielen Dank für dir, fürs Zusehen. Vielleicht auch mal wieder Hashtag DannySCrew rein in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Mach's gut und haut rein. Ciao.